Hey du, bitte vergiss nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren, falls du das noch nicht hast, und das Video zu teilen. Ich wurde in eine dieser alten Familien des Südens hineingeboren, die schon lange still und verfallen sind und verzweifelt versuchen, sich selbst zusammenzuhalten. Wir hatten einmal Geld, wie die großen alten Gebäude auf unserem Grundstück bewiesen. Aber die alten Scheunen und Gästehäuser standen leer und verlassen da, übersät mit Spinnweben, Unkraut und Moos. Der Wald hatte begonnen, das Grundstück zurückzuerobern. Meine Familie war wie viele andere ihrer Art. Ein langer, verschlungener Stammbaum, gezeichnet von Vergewaltigung, Sklaverei und Schmerz. Aber eines unterschied uns von anderen. Es gab keine Frauen in meiner Familie. Ich hatte keine Mutter, keine Schwestern oder Großmütter. Alle Mitglieder meiner Familie waren Männer. Meine fünf Brüder und ich fanden das nie seltsam. Wir waren ungebildet und meist von der Außenwelt abgeschnitten. Unsere Tage verbrachten wir damit, auf dem verfallenden Grundstück zu schuften, wobei all unsere Bemühungen zwangsläufig nutzlos waren. Wenn wir nicht gerade Unkraut tupften oder den jahrzehntelangen Müll aus den verschiedenen Gebäuden räumten, spielten wir. Die quasi Wildnis unseres Hauses war eine perfekte Bühne für unsere Spiele. Mein Vater war ein freundlicher, aber strenger Mann. Unser in sich geschlossenes Leben war mit einem seltsamen Regelwerk verbunden. Es gab eine Kapelle auf dem Grundstück, ein kleines weißes Ding, das halb im Wald versteckt war. Dank der liebevollen Pflege meines Vaters war sie allerdings in einem besseren Zustand als alle anderen Gebäude. Wir durften die Kapelle jedoch nicht ohne ihn betreten. Ein Vorhängeschloss an der Tür verhinderte, dass wir uns hineinschleichen konnten. Ab und zu durften wir in die Stadt gehen. Es war ein halbstündiger Fußmarsch durch den Wald, um dorthin zu gelangen, und die Ausflüge waren sehr begehrt. Es gab allerdings Bedingungen. Wir mussten zusammenbleiben und durften nicht mit Frauen sprechen. Wir durften mit Männern und anderen Jungen reden, aber mein Vater verbot uns strikt, mit Frauen, Mädchen und sogar alten Jungfern zu sprechen. Er wies uns an, Hallo, guten Tag, Ja, Ma'am und Danke, Ma'am zu sagen. Wie gute kleine Südstaatenjungs. Aber sonst kein einziges Wort. Das war natürlich seltsam, aber jeder in der Stadt schien sich auch an diese Regeln zu halten. Die Frauen nickten uns kurz zu und gingen uns sonst aus dem Weg. Es war so sehr in unser tägliches Leben integriert, dass niemand von uns es je in Frage stellte. Das konnte allerdings natürlich nicht ewig so weitergehen. Mein ältester Bruder Jamie fing an, dem hübschen Mädchen, das in der Drogerie an der Eistheke arbeitete, schöne Augen zu machen. Sie machte ihm ebenfalls schöne Augen. Bald schlich er sich während unserer Besuche zu ihr. Er ließ meine Brüder und mich in der Drogerie oder im Park zurück und erkaufte sich unser Schweigen mit Pennybonbons und Eiscreme. Jamies kleine Verabredungen dauerten jedoch nicht lange. Laszlo, der Zweitjüngste, war schon immer sehr wortkarg gewesen. Als wir eines Tages aus der Stadt zurückkamen, fragte uns unser Vater, was wir gemacht hätten. Jamie hat sich weggeschlichen, platzte Laszlo heraus. Er schleicht sich immer weg, um das Eismädchen zu treffen. Papas Gesicht wurde ganz blass. Er drehte sich zu Jamie um und packte ihn an den Schultern. »Ist das wahr?«, fragte er mit einer eiskalten und viel zu leisen Stimme. »Du triffst dich mit einem Mädchen?« Eine angespannte Stille herrschte zwischen uns. Jamie öffnete seinen Mund und schloss ihn wieder. »Jamie, komm zu mir auf die Veranda«, sagte Pa eisig.
Mein Vater hat uns nie geschlagen, das möchte ich klarstellen. Aber wenn er wirklich wütend oder verärgert war, hatte er eine Art zu reden, die einem bis auf die Knochen traf, so dass man sich wie der letzte Dreck fühlte. Als ich ganz klein war und wenn ich Ärger bekam, versteckte ich mich und weinte stundenlang, weil ich mich schuldig fühlte. Jamie und Pa gingen also auf die Veranda. Der Rest von uns verteilte sich im Haus, die gute Laune des Tages wurde getrübt. Ein paar Wochen lang verprügelten wir Laszlo besonders hart und gaben ihm die schlimmsten Rollen in unseren Spielen. Danach hat er meistens den Mund gehalten. Jamie kam vom Balkon mit blassem Gesicht zurück. Er sprach mit keinem von uns bis zum Morgen, wo er versuchte, so zu tun, als sei nichts passiert. Ich erwischte ihn an diesem Tag allein. Ich zerrte an seinem Ärmel und fragte ihn: Was hat Pa neulich zu dir gesagt? Jamie schaute auf mich herab. Sein Gesicht sah plötzlich sehr alt aus. Aber er schenkte mir ein schwaches Lächeln und zerzauste mein Haar. Das geht dich nichts an, sagte er. Mach dir keine Gedanken darüber. Ich hatte nicht die Angewohnheit, meinen älteren Bruder zu verärgern, also machte ich mit meinem Leben weiter. Als wir das nächste Mal in die Stadt gingen, warf das Eismädchen Jamie einen Blick zu, aber er sah sie nicht einmal an und sie runzelte traurig die Stirn. Danach war sie nicht mehr so nett zu uns. Es gibt an und für sich nicht viel über meine Kindheit zu sagen. Sie war sicher einzigartig, aber wir hatten unser Leben schon immer so gelebt und ich war nicht der Typ, der Fragen stellt. Unser Leben verlief über Jahre hinweg ziemlich ereignislos. Meine Brüder und ich putzten alte Häuser, die nie bewohnt wurden, und jäteten Unkraut in Gärten, die nie genutzt wurden. Der Wald wuchs schneller zu, als wir zupfen konnten. Dann kam der Tag, an dem Jamie 18 Jahre alt wurde. In einer siebenköpfigen Familie gab es viele Geburtstage, aber 18 zu werden, das war etwas Besonderes, fand Pa. An diesem besonderen Tag ließ Pa uns alle früh aufstehen und schrubbte unsere Gesichter mit einem spucknassen Tuch. Er zwang uns, unsere besten Kleider anzuziehen, die vom vielen Tragen schon etwas angefressen waren. Jamie bekam einen seiner alten Anzüge, der an seiner dünnen Statur schlaff herunterhing. Dann versammelten wir uns in der Kapelle. Drinnen war die Luft still und schweigend. Ich erinnere mich, dass ich beim Anblick des ganz normalen Innenraums etwas enttäuscht war. Ich hatte immer erwartet, dass es ein großes, schreckliches Geheimnis gab, das mein Vater hütete. Aber es war nur eine alte Kapelle. Wir saßen in der vordersten Kirchenbank, alle in einer Reihe. Pa und Jamie hielten sich an der Tür zurück. Sie wechselten ein paar leise Worte und begannen dann zu gehen. Sie marschierten Arm in Arm und starrten starr nach vorne. Sie schritten im Takt zu einem stillen Rhythmus. Langsam gingen sie das Kirchenschiff hinauf. Mein Vater beugte sich hinter die Kanzel und das Geräusch von knarrendem Holz durchbrach die Stille. Er hatte eine Falltür geöffnet. Pa und Jamie, immer noch Arm in Arm, stiegen durch die Tür hinunter, eine Treppe, die wir von unserem Standpunkt aus nicht sehen konnten. Meine Brüder und ich saßen unbequem in der Kirchenbank, unruhig, ungeduldig, aber dennoch still. Ich spürte ein seltsam anschwellendes Gefühl, als würde etwas Gewaltiges passieren, das ich nicht begreifen konnte. Ich kanalisierte es, indem ich wild an den losen Fäden meiner schlecht sitzenden Hose zupfte. Meine Brüder und ich saßen noch eine ganze Weile nervös da, bis Pa wieder auftauchte. Allein. Er schloss die Falltür hinter sich. Zeit nach Hause zu gehen, Jungs, sagte er. Ich wollte fragen, wo Jamie war, aber meine Zunge fühlte sich schwer an. Stattdessen lief ich hinter ihm her und wir gingen feierlich zurück zu dem verrottenden Haus, in dem wir wohnten.
Am nächsten Morgen lag Jamie schnarchend in seinem Bett neben meinem. Wir alle untersuchten ihn neugierig, aber er war derselbe Jamie, der er immer gewesen war. Die einzige Antwort, die wir auf unsere Fragen bekamen, war ein harter Schlag auf den Arm, wenn wir ihn zu sehr störten. Ein paar Monate später kam Pa mitten in der Nacht in unser Zimmer. Ich hatte wachgelegen, aber ich tat so, als würde ich schlafen, als er Jamie leise weckte und zur Tür hinausführte. Ich döste ganz leicht und wurde erst wieder geweckt, als ich hörte, wie sie die Treppe wieder hochkamen. Jamie machte sich langsam auf den Weg zu seinem Bett. Im schwachen Mondlicht konnte ich sehen, dass seine Schultern zitterten. Er kroch regelrecht unter seine Decke. Ich hörte das gedämpfte Geräusch seines Schluchzens. Danach war Jamie anders. Er war verschlossen und wütend. Er hörte auf, mit uns zu spielen und schrie schnell. Zwischen ihm und Pa herrschte eine wütende Spannung. Selbst so jung wie ich war, wusste ich, dass die Veränderung etwas mit dem seltsamen Ort in der Kapelle zu tun hatte. Ich würde nicht lange warten müssen, um das Geheimnis unserer Familie zu erfahren. Immerhin war ich der Zweitälteste. In jenem November hatte ich Geburtstag. Ich erinnere mich an jede Sekunde dieses Tages. Papa weckte mich vor meinen Brüdern. Er brachte mich in das große Zimmer, in dem er die Nächte seines einsamen Lebens verbrachte. Das Zimmer mag einmal groß gewesen sein, aber jetzt waren die Wände aschig vom Zigarettenrauch und es roch nach abgestandenem Leben. Die Bettlaken waren nur auf einer Seite zerknittert. Es machte mich traurig, wenn ich daran dachte, dass Pa jede Nacht allein in diesem riesigen, mottenzerfressenen Bett schlief. Pa zog mir den gleichen Anzug an, den Jamie zuvor getragen hatte. Er passte mir etwas besser, ich war fülliger und kleiner als er. Ich schaute in den Spiegel und fühlte einen Anflug von Stolz. Endlich war ich ein richtiger Gentleman. Wie die sauberen Männer in den alten Magazinen, die wir manchmal beim Putzen entdeckten. Und kein kleiner Junge mit schmutzigem Gesicht mehr. Pa trat zurück, nachdem er meine Krawatte zurechtgerückt hatte, und seine Augen leuchteten. Die harte Linie seines Mundes wackelte, als er mit dem Daumen über meinen Wangenknochen strich. »Ich bin so stolz auf dich«, sagte er, und umarmte mich. Meine Brust schwoll vor Wärme und Stolz an. Wir liefen durch den Wald zu der kleinen weißen Kapelle. Es war kühl und der Wald leuchtete in Rot und Orange. Meine Brüder saßen in den Kirchenbänken, während Pa und ich vor den Türen warteten. Er schlang seinen Arm um meinen und sah mich an. »Mach es mir einfach nach«, murmelte er und streichelte meinen Arm. Seine Worte besänftigten mich. Die Türen der Kapelle schwangen von selbst auf und der Klang der Kirchenglocken hallte durch den Wald, obwohl die rostige alte Glocke im Turm still saß. Aber ich hatte keine Angst. Mein Vater führte mich den Gang hinunter zur leeren Kanzel. Wir gingen im Takt des Glockenschlags, den nur wir beide hören konnten. Meine Brüder flüsterten und zappelten in der Kirchenbank herum. Jamie saß am anderen Ende und starrte geradeaus. Seine Augen waren stumpf und sein Rücken steif. Wir stiegen hinauf. Hinter der Kanzel lag die geheime Falltür, uralt und vermodert. Pa zog kräftig an dem rostigen Messingring und sie öffnete sich mit einem lauten Knarren. Vor uns lag eine Steintreppe, die von Rissen durchzogen und mit Moos und Pilzen bewachsen war. Die flache Treppe führte in die Dunkelheit. Zum ersten Mal an diesem Tag fühlte ich etwas anderes als Vorfreude und Stolz. Ich bekam ein komisches Unwohlsein, Angst. Aber wenn ich zurückblicke, denke ich, dass ich nicht in der Lage gewesen wäre zu gehen, selbst wenn ich es versucht hätte. Pa und ich gingen vorsichtig die Treppe hinunter. Er hielt sich immer noch an meinem Arm fest. Wir kamen in einen Erdtunnel, der so hoch war, dass wir aufrecht gehen konnten,
obwohl Wurzeln von der Decke unsere Köpfe streiften. Einen Moment lang standen wir still. Wir hörten ein seltsames, stotterndes Geräusch und ein Windhauch wehte aus der Dunkelheit vor uns. Das wäre eigentlich unmöglich gewesen, denn der Tunnel schien nur tiefer in den Boden zu gehen. Aber mit dem Windhauch kam auch das Licht. In die Erdwelle waren Nischen gegraben worden, in deren wachsgefüllten Vertiefungen plötzlich Dutzende von Kerzen aufflammten. Ich zuckte zusammen, als das plötzliche Licht hunderte von Motten zum Vorschein brachte. Sie flogen los, aufgeregt durch die Flamme. Ihre weichen Flügel flatterten und strichen über meine Wange. Als Pa und ich den Tunnel hinuntergingen, wurde ich immer nervöser. Ich begann regelrecht zu zittern. Pa stand aber entschlossen an meiner Seite. Seine Anwesenheit beruhigte mich. Ich weiß nicht, wie lange wir schweigend liefen. Der Tunnel war nicht ohne Geräusche. Das Knallen des Fettes von den Kerzen, das Tropfen der Feuchtigkeit von der Decke, das Stampfen unserer Schritte und das Flattern von Mottenflügeln. Sie landeten auf meinen Schultern und meinem Kopf und prallten oft an meinem Gesicht ab. Ich wollte Pa fragen, wohin wir gehen, aber wieder einmal blieb ich stumm. Bald nahm ich einen schwachen, süßen Geruch wahr. Fast zur gleichen Zeit offenbarte das Kerzenlicht eine Tür. Sie war so dicht von Motten umschwärmt, dass es aussah, als sei der Rahmen aus einer Leinwand aus blassen, zitternden Flügeln gemacht. Pa drehte sich zu mir um. Im flackernden Kerzenlicht zeichneten sich die Vertiefungen in seinem Gesicht deutlich ab. Er sah eher wie ein Affe als ein Mensch aus. »Hier verlasse ich dich, mein Sohn«, sagte er. Er legte seine Hände auf meine Schultern. »Du brauchst keine Angst zu haben. Dir wird nichts passieren, das verspreche ich. Tu einfach, was die Natur dir sagt.« Er sah, dass ich zitterte und legte seine Hand auf mein Gesicht. »Das ist das Erbe unserer Familie, Eli. Jamie hat das getan. Ich habe das getan. Mein Vater vor mir hat das getan. Es ist so alt wie unser Blut. Sogar noch älter. Nichts wird dir schaden.« »Okay«, stammelte ich. Mein Vater lächelte blass. Dann drehte er sich um und ließ mich vor der Tür stehen. Er verschwand den Weg zurück, den wir gekommen waren, und ich war allein. Vorsichtig stieß ich die Steintür auf. Die Motten flatterten davon und bildeten eine Wolke, die ich wegschlagen musste, um sie zu sehen. Die Kammer, in die ich eintrat, war riesig. Die Wände waren mit Hunderten von Nischen gesäumt, in denen Kerzen brannten. Und weitere Kerzen waren auf dem Boden verteilt. Gegenüber von mir stand ein großes weißes Bett, das von hauchdünnen Vorhängen umgeben war. Der süße Geruch war überwältigend und wurde von einem ursprünglichen und primitiven Gestank wie Körpergeruch unterstrichen. Dann bewegte sich das Bett. An seiner Seite entfalteten sich zwei seltsame Gliedmaßen. Ich hatte Mühe zu begreifen, was ich da sah. Aber es waren Arme, menschliche Arme, die in menschlichen Händen endeten. Aber sie waren an zu vielen Stellen gekrümmt, zu lang und zu blass. Lange Ranken, die wie Federn aussahen, wuchsen aus ihren Ellbogen. Das war kein Bett. Das war ein Mensch, vielleicht im weitesten Sinne des Wortes. Sein Körper war riesig, weiß und aufgedunsen. Was ich für Kissen gehalten hatte, waren in Wirklichkeit riesige hängende Brüste ohne Brustwarzen. Die Wölbung der Bettdecke war ein riesiger Bauch, der in Wellen aus weißem Fleisch auf dem Boden sackte. Während ich zuschaute, streckte ich ein paar Arme aus, um die hauchdünnen Vorhänge zu öffnen. Wie eine Braut, die ihren Schleier lüftet. Sein Gesicht, wie soll ich es beschreiben? Als ich einmal den Müll in unserem Haus ausräumte, fand ich eine alte Porzellanpuppe. Sie hatte einen aufgeblasenen, übertriebenen Ausdruck von Unschuld
obwohl die Zeit die Farbe von ihrem Gesicht abgetragen hatte und ihr nur noch die spärlichste Imitation von Menschlichkeit gab. Das Gesicht der Kreatur sah aus wie das der Puppe, aber ihre Augen waren groß, prall und völlig schwarz. Am auffälligsten war, dass aus seiner Stirn ein paar langer, gefiederter Fühler spross. Sie waren so lang wie seine Arme und reichten bis zur hohen Decke. Sie wackelten sanft hin und her wie Farne. Als ich das Wesen betrachtete und fassungslos war, lächelte es mich an. Seine blassen, fleischigen Lippen öffneten sich und gaben den Blick auf einen triefenden, schwarzen Mund ohne Zähne frei. Und dann sprach es. Hallo, süßer Elias, sagte es. Die Stimme war so falsch. Die Intonation und die Worte waren eindeutig menschlich, die Stimme weiblich. Aber sie hatte ein seltsames Summen und einen dumpfen Klang, als würde jemand mit verstopfter Kehle sprechen. Irgendwie gelang es mir, meine eigene Stimme zu finden. »Wer bist du?«, fragte ich. »Und woher kennst du meinen Namen?« Ein seltsames Brummen und Klicken kam von der Kreatur. Das Fett an seinem Körper rollte wie Wellen und der zahnlose Mund klaffte weiter auf. Es lachte. »Ich bin du«, sagte es. »Du bist die Frucht meiner Lenden. Ich habe deine Brüder gezeugt und deinen Vater und den Vater deines Vaters und seinen Vater vor ihm. Ich kenne jeden Zentimeter von dir, deines Fleisches, deines Wuchs und verpuppte sich in mir. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass du dich hingibst, damit ich deinen Sohn bekomme.« Ich verstand fast sofort. Ich fühlte eine Mischung aus Entsetzen und Abscheu, aber es war weit weg, unterdrückt. Der süße Geruch erfüllte meine Nasenlöcher. Mein Kopf wurde schwindelig. Meine Haut war heiß und juckte in dem schlecht sitzenden Anzug. Ich hätte entsetzt sein sollen. Ich hätte angewidert sein sollen. Rückblickend betrachtet bin ich das auch. Aber ich stand im Bann der Kreatur. Der Duft ihrer Pheromone war zu stark, als dass mein Gehirn ihn hätte erfassen können. In diesem Moment wusste ich, dass mein Körper einem einzigen Zweck diente, und ich wusste, was dieser Zweck war. Dann stand ich vor der Kreatur. Seine vielen Arme streichelten mein Haar, meinen Körper, mein Gesicht. Die weichen Federn kitzelten mich überall. Es gurrte und sprach zu mir, als ich auf es kletterte und meinen Körper in sein weiches, nachgiebiges Fleisch sank. Ich lag auf seinem Bauch. Sein Busen war mein Kopfkissen. Auf seiner Haut liegend, die klebrig wie Teig war, fühlte ich eine Behaglichkeit, die ich noch nie gekannt hatte und die ich auch nie spüren würde. Ich war sicher, ich war eingewickelt. Ich war geliebt. Es schlang seine spindeldürren Arme um mich, seine summenden Worte der Ermutigung gruben sich wie Würmer in mein Gehirn. Und dann begann ich meine Hüften zu bewegen und ich war im Himmel. Ich erspare dir die mechanischen Details dieser Paarung. Wenn ich mich daran erinnere, dass ich Sex mit einem Mottenmonster hatte, das anscheinend auch meine Mutter und Großmutter war, reicht auch die Erzählung darüber. Aber ich muss sagen, dass ich seitdem nie wieder ein solches Vergnügen empfunden habe. Ich habe mich nie wieder so gehalten, so geliebt und so sicher gefühlt. Ich weiß jetzt, dass ich nicht bei klarem Verstand war. Und wenn ich daran zurückdenke, wird mir übel. Aber es gibt immer noch Nächte, in denen ich aufwache und einen Hauch, nur einen Hauch dieser himmlischen Freude spüre. Und einen Moment lang trauere ich, dass ich sie nie wieder spüren werde.
Ich weiß nicht, wie lange ich mit diesem Ding in der Kammer war. Ich erinnere mich vage daran, dass ich mich langsam ankleidete, noch immer berauscht von den Pheromonen in der Luft. Ich weiß noch, wie sich das Wesen den Bauch rieb, als ich die Kammer verließ, gefolgt von einer Wolke von Motten. Ich schlief stundenlang, traumlos. Beim Abendessen nahm ich Blickkontakt mit Pa auf, während ich mir die Spaghetti in den Mund schaufelte. Er strahlte mich stolz an und ich fühlte mich gut. Aber auch Jamie sah mich an. Er erwiderte mein Lächeln nicht, sondern verzog seinen Mund zu einem grimmigen Ausdruck. Als die Begegnung mit der Mottenkreatur wie ein Traum verblasste, machte Jamie mir weiterhin Sorgen. Hatte er nicht dasselbe himmlische Vergnügen erlebt wie ich? Sicher, ein Rest von Angst, ja sogar Ekel vor dem, was ich getan hatte, war noch da, aber wenn es jeder in unserer Familie getan hatte, was war dann schlimm daran? Immerhin war es unser Erbe. Es verging noch mehr Zeit und meine Verwirrung wurde zu Wut. Jamie verkehrte kaum noch mit uns. Dachte er, er sei besser als wir? Dachte er, dass seine Gefühle ihn irgendwie von der Familie trennen würden? Ich hatte nie die Chance, ihn zur Rede zu stellen. Er kam zu mir. Es war etwa 5 Monate nach meinem 18. Geburtstag. Das Leben war ganz normal weitergegangen. Aber eines Morgens, als wir aufwachten, lag ein seltsames Gefühl in der Luft. Ich sprach meine Brüder darauf an, aber sie schauten mich nur ausdruckslos an. Als wir unseren Aufgaben nachgingen, fühlte ich mich seltsam glücklich. Als wir aus einem der alten Gästehäuser gingen, packte mich Jamie grob am Arm und zog mich weg. Er stand fast Nase an Nase mit mir und seine Augen leuchteten wie wild. »Du hörst jetzt gut zu, Eli«, zischte er. »Was glaubst du, warum Pa uns nie mit einem Mädchen in der Stadt reden lässt?« Ich schaute ihn verwirrt an. »Dieses Ding in der Kapelle«, fuhr er fort. »Es will keine Konkurrenz von außen. Es hat uns alle geboren. Jungen. Aber es kann nicht kontrollieren, welches Geschlecht das Baby hat, das es macht. Was glaubst du, warum es in unserer Familie keine Mädchen gibt? Was glaubst du, was passiert, wenn eines geboren wird?« Die ersten Anzeichen von Angst krabbeln in meinem Bauch hoch. »Deines kommt heute«, fuhr Jamie fort und verzog den Mund zu einem finsteren Gesicht. Er ließ den Schraubstockgriff an meinem Arm los. »Und ich hoffe für dich, dass es kein Mädchen ist.« Sein Gesicht verfinsterte sich. Ich hatte nicht so viel Glück. Noch bevor ich etwas sagen konnte, war er schon weg und schlich den anderen Brüdern hinterher. Ich starrte ihm nach. Als die Nacht hereinbrach, wuchs meine Furcht. Meine gute Laune von vorhin war verschwunden. Die Nacht war schlaflos und ich starrte stundenlang an die Decke. Als die Tür knarrend aufging, wusste ich, dass es Pa war. Er kam an mein Bett und forderte mich auf, ihm zu folgen. Wir machten uns auf den Weg durch den dunklen Wald zur Kapelle. Das schlechte Gefühl war überall. Es lag in der Luft. Die Geschöpfe der Nacht waren still und es war kalt. Die Kapelle war ein weißer Fleck in der Dunkelheit. Wir gingen hinein. Die Dielen schienen zu vibrieren und als Pa die Falltür öffnete, hörte ich es. Ein schreckliches, brummendes Heulen voller Wut und Schmerz, unterbrochen von unmenschlichem Quietschen und Knurren. Ich hatte schon früher die Geräusche von Tieren gehört, die Schmerzen hatten. Das war wie eine schreckliche Sinfonie all dieser Schreie. Ich schreckte bei dem Geräusch zurück und blieb wie angewurzelt stehen. Ich schaute Pa an, um zu sehen, ob sich mein Entsetzen in seinem Gesicht widerspiegelte. Bis zu einem gewissen Grad war es das, aber darüber lag eine harte Schale. In diesem Moment wurde mir klar, dass das, was passiert war, für ihn kein Geheimnis war. Er hatte es wahrscheinlich schon 100 Mal erlebt. Er nahm meinen Arm und zerrte mich praktisch in den Tunnel hinunter. Die Motten flatterten wild umher, stürzten sich auf uns und prallten an den Wänden ab. Ein paar von ihnen flogen in die Kerzenflammen, ihre gefiederten Flügel brannten so schnell wie das Papier. Die Schreie wurden lauter. Wir kamen in die Kammer.
Die Kreatur stand an derselben Stelle, aber dieses Mal kräuselte sich ihr Körper wie eine Welle. Einige seiner Arme waren an den Wänden und am Boden verankert. Der süße Geruch war verschwunden und wurde durch den von Blut und Eingeweiden ersetzt. Das geschwollene Puppengesicht der Kreatur war zu einer entsetzlichen Maske aus Schmerz und Wut verzogen. Spucke floss aus seinem schwarzen Maul, als es heulte, und der Ton hallte in der Kammer wieder. Sein Fühler drehte sich wild in alle Richtungen um seinen Kopf, jede Feder zuckte und zitterte. Als es uns erblickte, verzerrte sich sein blasses Gesicht noch mehr. Levi! Was hast du angerichtet? Die Frucht deiner Lenden bringt mir nur Flüche ein! Wie gebannt starrte ich auf den sich windenden Körper der Kreatur und die Galle stieg mir in den Hals. Ich merkte, dass es etwas ausspuckte. Eine dunkle Pfütze bildete sich auf dem Boden unter ihr. Mein Vater bewegte sich auf die Kreatur zu, als wollte er sie trösten. Doch sogleich schlug ihn ein Arm mit überraschender Kraft in die Seite und schleuderte ihn gegen die Wand. Er stolperte über die Kerzen. Die Kreatur stieß ein tiefes, kehliges Stöhnen aus. Sein Körper gab noch einmal einen kräftigen Ruck und mit einem nassen Geräusch fiel etwas auf den Boden der Höhle. Was vor mir lag, war im Wesentlichen ein Kokon. Er war etwa so groß wie eine Wassermelone, weiß und glitzerte im Licht. Die Schreie der Kreatur erstarben zu rasselnden Atemzügen. Als ich hinsah, begann der Kokon zu zittern. Eine winzige rote Faust riss sich durch die hauchdünne Membran. Aus dem Loch hörte ich einen schwachen und klagenden Schrei. Es war ein Baby. Etwas kam über mich. Ich wusste irgendwie, dass das Baby meins war. Ich bin mir sicher, dass andere eine bessere Geschichte über den einsetzenden Elterninstinkt erzählen können, aber das war es, was mir in diesem Moment widerfuhr. Während mein Vater und die Kreatur darum kämpften, sich zu erholen, kniete ich mich hin und begann, den Kokon zu zerreißen, um das Baby darin zu befreien. Der Kokon hatte die Beschaffenheit von Spinnenseide, dünn und klebrig. Bei meiner Berührung löste er sich beinahe auf. Bald war das Baby frei. Seine Haut war rot und fleckig und es sah aus wie eine verklumpte Kartoffel. Aber sein Gesicht und sein Schrei waren ganz und gar menschlich. Und als ich es in den Händen hielt, spürte ich, wie sich das Räderwerk der Welt drehte. Mein Schicksal änderte sich. Elias, krächzte die Kreatur. Ich blickte zu ihr auf. Sein Gesichtsausdruck hatte sich entspannt, seine schwarzen Augen waren groß und glänzend geworden und reflektierten das Kerzenlicht. Seine Fühler hatten sich ebenso beruhigt und fingen wieder an, langsam und sanft zu winken. Es streckte mir sein nächstgelegenes Armpaar entgegen. Bring es zu mir, forderte es. Ich hob das Baby vor mir hoch und stellte mit Schrecken fest, dass etwas an ihm fehlte. Das Baby war weiblich. Die Arme des Wesens streckten sich nach dem Baby aus und ich drückte es instinktiv an meine Brust. Warum? Fragte ich. Es ist ein Usurpator, spuckte die Kreatur. Es ist ein Fluch und die Wehen waren lang. Ich bin hungrig. Es leckte sich über die Lippen und hinterließ einen Film aus grauer Spucke von einer schwarzen Zunge. Jamies Worte kamen mir wieder in den Sinn und ich erkannte, dass er recht hatte. Pa hatte sich aufgerappelt. Er hielt sich die Seite, die offensichtlich verletzt war, und seine Kleidung war von den Kerzenflammen angesenkt. »Gib es ihr einfach, mein Sohn«, keuchte er. »Es ist bald vorbei.« Ich schaute auf das Baby hinunter. Es weinte und zappelte. Es klammerte sich so fest wie möglich an mein Hemd und ballte seine kleine Faust im Stoff.
Zum ersten Mal in meinem Leben traf ich eine eigene Entscheidung. Ich wandte mich von meiner Familie ab. Und ich rannte. Ich drückte das Baby fest an meine Brust, während ich in den Tunnel sprintete. Mein Vater rief mir hinterher, aber seine Stimme wurde von einem brummenden Heulen übertönt, das immer lauter wurde, bis es mir wie eine Welle vorkam, die mich hinausdrängt. Motten prallten von meinem Gesicht ab, und als ich an den Kerzen vorbeirannte, bliesen sie aus und füllten den Tunnel mit Dunkelheit. Ich glaubte, meinen Vater schreien zu hören. Ein Laut des Schreckens unter der Wut der Kreatur. Ich denke nicht gerne darüber nach. Ich verließ unser Grundstück in Richtung Stadt, während das Baby immer noch laut schrie. Schließlich musste ich aufhören zu rennen. Meine Lungen brannten und meine Beine krampften. Ich hatte noch nie so viel Angst wie in diesem Moment, als ich durch den dunklen Wald humpelte und die Schreie meiner Tochter jeden verrieten, der mir folgen würde. Aber nichts geschah. Ich lief durch die Stadt, klopfte an Türen, bis jemand antwortete. Das Schluchzen meiner Tochter war von einem stetigen Strom zu einem leisen Wimmern geworden und ich wusste, dass sie bald Hilfe brauchte. Die Eisverkäuferin öffnete die Tür. Ihr Haar war vom Schlaf zerzaust. Als sie mich erblickte, erkannte sie mich sofort und ihre Augen weiteten sich beim Anblick des Babys in meinen Armen. »Bitte hilf uns«, krächzte ich. Es war das erste Mal, dass ich mit einer Frau gesprochen hatte. Wirklich gesprochen. Shirleys Familie kümmerte sich eine Zeit lang um mich. Sie brachten mir bei, wie ich meine Tochter versorgen konnte, wie man Windeln wechselt, Muttermilch herstellt und ihr ein Bäuerchen macht. Ich habe ihr Haus nie verlassen, weil ich Angst hatte, meine Familie zu sehen. Ich war nur 1 oder 2 Wochen dort. Dann machten meine Tochter und ich uns wieder auf den Weg. Wir zogen von Stadt zu Stadt und lebten von der Freundlichkeit von Fremden. Meistens waren es Frauen, die uns halfen. Ich traf alle Arten von Frauen. Von der Welt abgehärtete, verbitterte, sanfte und feurige Frauen. Sie lehrten mich alles über die Welt, über all die Dinge, die ich verpasst hatte. Als wir weit genug im Norden waren, dass ich mich sicher fühlte, versuchte ich, mich niederzulassen. Meine Tochter wuchs zu einem gesunden, dicken kleinen Kleinkind heran. Sie war die Achse, um die sich meine Welt drehte. Alles, was ich tat, tat ich für sie. Schließlich nannte ich sie Deborah, kurz Debbie. Ich fand einen anständigen Job mit einer Tagesstätte für Debbie. Damals war es etwas einfacher, für ein Kind zu sorgen als heute. Das kann ich nicht leugnen. Aber ich schuftete trotzdem bis zum Umfallen. Das war der einfachste Weg, die Schatten, die mich plagten, zu vertreiben. Ich hatte hier und da Liebhaber, sowohl Männer als auch Frauen, aber nichts blieb von Dauer. Sex war schwierig für mich, wenn man bedenkt, was ich durchgemacht hatte. Ich fühlte mich danach immer eklig und konnte die einfache Tatsache nicht ignorieren, dass es sich nie so gut anfühlen würde wie dieses eine Mal. Und dieses Wissen ließ mich wie ein Monster fühlen. Irgendwann hörte ich auf, Interesse an Sex vorzutäuschen und war glücklicher damit, aber das bedeutete, dass ich nie eine richtige Beziehung eingehen konnte. Ich brauchte keine Beziehung. Ich hatte Debbie. Und als die Jahre vergingen und sie immer klüger und witziger wurde, schienen die Schatten meiner Vergangenheit immer weiter weg zu sein. Aber ich war ein Narr, dass ich mich von der Zeit trösten ließ. Ich kann dem Fluch meines Blutes nicht entkommen, egal wie weit ich laufe. Gestern war Debbies 14. Geburtstag. Heute schloss sie sich morgens im Badezimmer ein und weinte stundenlang. Als sie mich endlich hereinließ, konnte ich einen Schrei kaum unterdrücken. Denn aus der Stirn meiner Tochter ragte ein paar lange, gefiederter Fühler.